Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 54 von City Skylines. Ja, wir sind wieder drin in unserem Spiel und haben letztes Mal festgestellt, dass wir ungebildete Arbeiter brauchen. Und wir werden erstmal hier gerade ein bisschen aufräumen. Da unten ist ja wieder so ein Haus abgebrannt, was weg muss. Oh, hier ist ein Müllproblem. Und da sind auch ein paar Mülleimer leer. Und hier sind ganz viele. Gut, da müssen wir gerade mal den Bagger wieder ausmachen und gucken, was hier Sachlage ist. Räumung beendet. Okay, dann kann er sich das ja wieder füllen. Und da müssen wir es umdrehen. 29% voll, 100% voll. Okay. Prozent voll, mehrere Probleme steht da. Ach so, okay, wenn wir die Leertaste nicht drücken, geht das Spiel nicht weiter, ne? Leute, leert sich, ändern wir jetzt mal. Wurde leert sich, das muss ich auch lernen. Hier hatten wir auch noch Müll. 38, 100% voll, muss ich also lernen. 20% voll, leert sich jetzt nicht mehr. Hier war auch noch einer. 11% voll, Gebäude leert sich, das machen wir jetzt nicht mehr. Hier unten war irgendwo auch noch Müll. Da muss ich leeren und hier hat man die Gegenseiten, ne? 100% voll. Das kann wieder annehmen. Und das nimmt auch wieder an. So, und dann hier links haben wir auch noch mal was. 75% voll, 9% voll. Gebäude leert sich. Weißt du was? Das drehen wir dann um. Leeren. Und ja, ist in Benutzung. Und hier oben war auch sowas. Oh, hier haben wir zu wenig Wasser. Gebäude leert sich. Machen wir jetzt nicht mehr leer. Geh mal weg. Geh mal weg. So, und 95% voll kann sich leeren. Passt. Gut, wenn da ein Wasserproblem ist, dann müssen wir da ganz schnell was dran tun. Oh, hier ist ja ein Fluss, ne? Da können wir ja sowas annehmen, oder? Da eine Saugstation. Haben wir gleich zwei. Komm schon knapp daneben, hier ist auch vorbei, oder wie war das? Und dann hier angeschlossen an der Kreuzung und passt. Ach, Strom brauchen die auch noch. Strom da. Okay, da setzen wir hier noch Windkrafträder hin. Aber hier oben geht auch noch eins direkt. Oh, guck, passt. Alles angeschlossen. Obwohl hier würde auch noch was hingehen, ne? Da auch noch eins. Oh, guck mal, da geht auch noch eins hin. Eins noch und dann haben wir schon verbunden. Guck an. Passt. Noch Strom gemacht. So, Müll hatten wir geklärt. Höchstens noch da oben gucken, aber da dürfte ja noch nichts sein. Ne, da war mal hier oben, meine ich. 20% schon voll. Ach, wir brauchen noch eine Gegenstelle vielleicht. Die musste da auch noch irgendwo hin. Da ist Müll und ich glaube hier sitzt sie doch gut, oder? Ja. So, das war's. Strom ist vorhanden. Ja, wir haben noch das Problem mit den Arbeitern. Da reißen wir jetzt hier erstmal gerade ein paar Gebäude ab. Und die werden immer wieder so sein, wenn wir nicht jetzt hier ungebildete Arbeit heranschaffen, ne? Das heißt, wir müssen noch was erweitern. So, das ist ja alles prima. Wie sieht's hier unten aus? Da ist noch ein Gebäude zum Abreißen. Gut, okay, dann würde ich sagen, müssen wir bauen. Aber vielleicht sollten wir da kurz einmal reinschauen, wo ist hier unsere Agrarfläche zu Ende? Da ist sie. Hier überall Agrar, da auch. Hier würde noch was hingehen rein, theoretisch. Aber das ist auch so leicht grün hier, ne? Hier wäre noch was möglich. Und hier. Ah, weißt du, was wir machen? Wir ziehen hier einmal lang mit einem Feldweg. Warte, dann machen wir erstmal die normale Straße ein bisschen länger hier. So.
Warte mal, da kommt dann der Weg rein. Nee, dann machen wir das nur bis dahin. Und danach müssen wir so mal ein bisschen knicken. Nochmal zurück. Und das war jetzt blöd, das war zu viel. So ist schick. Bis dahin. Gut, jetzt nehmen wir den Feldweg. Und der Feldweg, der musste hier in den Knick. Ne, richtig? Auf der Karte mal drehen, dann sehen wir das besser, ne, oder? Aber das sieht doch super aus, bis dahin. Gut. Ja, super. Ein klein bisschen länger, bis dahin. Dann hören wir da auf und schließen die Straße noch da an. Machen wir einfach so, dann da wieder weg und nach da nochmal rüber. Gut, passt. Und ach so, nee, wir können hier ja dann hinter schon... einen schicken Kreis. Ja, machen wir so. Und nein, machen wir nicht so. Reißen wir gleich ab, das bringt ja nichts, weil zu viele Kreuzungen direkt nacheinander sind ja auch ein Problem, ne? Das haben wir ja auch schon gelernt. Das heißt, ich glaube, wenn wir hier losziehen... Ja. Genau so, Wohngebiet hier hin und fertig ist. Und bis zu dieser Straße ziehen wir durch. Fertig. Gut, dann kommt da grün hin, und zwar dieses. Dahin, dahin. Aber hier in der Mitte lassen wir ein bisschen was frei. Wegen so Sondergebäuden, Feuerwehr oder sowas. Müssen wir dann mal gucken. Ja, passt. Und hier ans Ende können wir noch den Kommerz ein bisschen setzen. Die freuen sich auch. Haben wir da, kann noch mal grün hier. So, der Kommerz findet seinen Weg da lang. Den können wir hier am Ende auch noch machen. So, und hier muss ja Industrie hin. Die Landwirtschaft. Agrarindustrie. Stopp den wieder weg. Da machen wir gerade nichts hin, sondern da nur. Da, da, passt. Oh, da wird schon gebaut, super. Ich glaube, wir brauchen da Wasser, ne? Genau so sieht's aus. Das da langziehen. Und dann nach da. So, und ich glaube, ich schließe es da an. Darf man das? Weiß ich gar nicht. Aber Wasser kommt, dann läuft's. Gut. Und wie man sieht, sind da schon wieder tausende von Häusern, die man abreißen kann. Drehen wir wieder ein bisschen in unsere normale, angestammte Richtung. Geht nicht. Jetzt geht's. Okay, da wird schon gebaut. Ich glaube, der ist es. Ne, dann war es der. Schade. Aber der ist es auch schon. Da oben sind schon die ersten eingezogen. Dann sollten das doch Arbeiter für hier sein, oder?
Kommerz kommt auch. Und Wohngebäude ziehen nach. Herrlich, oder? Ich glaube, es sind schon ein paar... Naja, doch nicht. Es sieht noch nachts genauso viel aus. Da oben ist auch noch ein Häuslein, das kann weg. Sonst sieht das hier prima aus, oder? Ja. So, kommen denn hier mehr Arbeiter dazu? Ja, da war gerade welche weggegangen, glaub. Hier vorne sind noch zwei zum Abreißen. Ja, da hinten müssten ein paar mehr Leute hin, ne? Gut. Sieht's hier vorne aus? Da fehlt immer noch Strom. Wie sieht's denn hier mit... Achso, Bebauung fehlt da. Machen wir da mal so, ne? Da brennt ein Haus oder hat gebrannt. Das muss abgerissen werden, genauso wie das auch. Da fehlt Wasser. Okay. Passt. So, hier ist alles im grünen Bereich. Da ist noch ein abgebranntes Haus. So, dann müssen wir wieder das ausmachen, ne? Na komm, Bagger. Passt schon. So, sieht alles prima aus, oder? Ich denke mal schon. Da ist noch ein abgebranntes Haus. Und da oben fängt schon wieder an. Immer noch nicht genug Arbeiter. Da ist ein Grundstück. Und da ist ein Grundstück. Aber hier wird gerade schon gebaut. Das heißt, wir kriegen noch mehr neue ungebildete Arbeiter, denke ich. Weil die Schulen sind hier oben ja eigentlich nicht anwesend. Gut, wollen wir hoffen, dass das klappt. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es jetzt reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.